Hallo und willkommen beim neuen Let's Play von mir, Super Mario 64. Und ich habe mir gedacht, bei jedem neuen Let's Play fangen wir mal erstmal mit dem normalen Spielern, die auch bei LOL dabei sind. Heute ist mal Killy bei uns, ne? Ja, Alex höchstpersönlich, ja. Ja, so, dann starten wir einfach mal. So, hier habe ich das mal kurz angespielt, aber wir machen das natürlich schon ganz kurz neu. Angespielt. Ja, kurz 36 Stunden, das ist kurz angespielt, würde ich sagen, oder? So. Hast du bestimmt 5 Wochen für gebraucht. Lieber Mario, komm mich doch einmal im Schloss besuchen und der Kuchen steht bereit in Freundschaft Toadstool Peach. Ja, in Freundschaft, das ist klar. Das ist doch. Und wahrscheinlich wird sie wieder entführt, wie immer, ne? Weiß ja keiner, dass sie jetzt entführt wird. Ja, die Story, die ist immer ziemlich extravagant. Wir spekulieren da jetzt mal. Wunderschöne Kamerafahrt. Ja, ne? Also. Ah, also damals war es schon der Hammer. Damals war es der Hammer. Das Spiel, also ich muss sagen, aber N64 hat mir am besten gefallen. Die ganzen die Super Mario-Reihe und die Mario, Super Smash Brothers und Zelda. Ja. Oh mein Gott, wer kommt da raus? Oh, es ist Mario, ey. Episch. Unglaublich, jetzt wirst du erstmal voll getextet. Jetzt ja, also hey, introduced hier. Bla bla bla, das wissen wir alles. So, dann fangen wir mal an und gehen direkt mal ins Schloss rein. Mit dem Long Jump. Und wieder voll laut. Oh, scheiß Kamera. Ich wundere, dass man den nicht irgendwie schlagen kann oder sowas. Das ärgert mich ja. Das wäre geil. Und wir wollen heute im ersten Part, das. Ah ja, bla bla bla. So. Das. Normale Level. Also, wie heißt es? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ah, steht ja gleich. Ich hab auch keine Ahnung, wie es heißt. Wollt ihr die ganze erste Welt machen? Jo, das schaffen wir. Denke ich mal. Bob Oms Bombenberg, so heißt es. Und wir müssen zuerst besiegen König Bob Om. Dazu müssen wir erstmal oben auf den Berg. Ja, aber das bin ich ja mal gespannt, wie schnell du bist. Na, schaffen wir mal. Juhu! Machen wir mit ganz vielen Long Jumps, dann packen wir das schon. Und fetten Jai Jump. Oh mein Gott. Boah, unglaublich. Der Hund ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man da nicht aufpasst, dann frisst er einen fast auf. Hast das ja schon tagelang geübt hier, die erste Stage. Nee, das ist ja noch easy, das ist ja fast straight. Oh, fast wäre ich da von der Kanone getroffen worden, das wäre ein bisschen episch gewesen. Der Sound von Mario ist auch geil, ich hoffe, den hört ihr. Wenn nicht, muss ich das hier nochmal neu aufnehmen. Ich höre bei meiner geilen Übertragung leider nicht. Das ist klar. Jump. So, jetzt Teleporter. Nee, den benutze ich nicht, weil vielleicht könnte es ja sagen, lalala, Cheat und so, ne? Das ist kein Cheat. Man weiß es nicht. Ach, Quatsch. So, ich werde angeschrieben. Warum wird so angeschrieben? Manuel ist wieder da. Yo, bin drin. Ja, dann warte kurz. Euer Matchpartner ist sowieso noch nicht ganz fertig. Und der jumpt da hoch und da ist er beim König Bob Omb. Und wir müssen ihn besiegen. Das machen wir am besten, indem wir ihn von hinten grabbeln. Das können wir auch nur so machen. Oh, soll ich Manuel mal. Ne, Manuel lade ich jetzt nicht ein, ne? Nö, nö, ich greife jetzt erstmal daneben hier bei dem. Ich treffe ihn nicht. Wieso treffe ich ihn nicht? Okay, warte. Jetzt. Yes. Und wirf. Wir müssen ihn einfach nur stumpf auf den Boden werfen. Das ist jetzt nicht so das Besondere an dem. Einmal so rumlaufen, bis wir den grappeln können und zack. Ach, hier komme ich auch nochmal in meinem Let's Play hier nochmal auf Fabi zu sprechen. Also, ich finde es ja ärgerlich, dass er immer noch nicht seine Monkeys Island da gemacht hat. Also, ich würde mich freuen. Und Alex wird demnächst auch sein eigenes Let's Play starten, vermutlich. Ja, wahrscheinlich Splinter Cell. Mal gucken, ne? Ja, mal gucken. Wenn Ferien sind, müsste das laufen. Ja, Ferien sind bald. Alex ist nämlich noch in der Schule, müsst ihr wissen. Jetzt. Ja, du auch noch. Alter, wieso dreht er sich immer noch? Jetzt geht's. So, das ist glaube ich das dritte Mal. Dann haben wir den gleich auch. Sehr schön. So, wow, wow, wow. Ich bin besiegt. Und unser erster Stern. Sehr schön. Den holen wir natürlich ganz athletisch. Ja, kommt das? Oh. Yippie! Oh, ho, ho. Der war athletisch geholt, ey. Das war ja gewagt, ey. Der war echt gewagt. Wir springen auch gleich wieder athletisch in das Bild rein. Pass auf. Oh ja. Ja, bla bla, unser erster Stern. Und Jump!
Boah, also athletisch ist aber so ein Side-Jump, so. Achso, den meinst du, okay. Also wir müssen, jetzt müssen wir besiegen den schnellen Cooper. Oh, der ist richtig schnell, ey. Oh, der ist schon schnell, du, das ist der hier vorne. Einfach mal ansprechen. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob Omb während eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ganz schön uns was auf dem Kasten zu haben, aber glaubst du, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig? Ja, sind wir natürlich. Und wir zeigen dir natürlich mal, wer hier der Schnellere ist, ne? Er hat sogar noch einen kleinen Vorsprung gehabt, sich umzudrehen. Wow. Ja, das war voll der Cheat. Diesmal nimmst du aber einen Teleport, sonst war das alles gut. Nein, oh! Da boah, wärst du da runtergekommen. Das wäre ein Rückstand, der spannend geworden wäre, muss ich sagen. Was ist da denn los bei mir? Boah, bist du ein Teleport? Ja, nee, Teleport nehmen wir hier nicht. Da sind wir ja ganz fair bei ihm. Und Sidejump, oh, schade. Da habe ich mich nicht gefailt und über die Bombe und Longjump. Yes, sir. Juhu! Ich finde es immer geil, wenn er den Sound, den Mario macht, wenn man diesen Longjump ausführt. Das ist immer ganz geil. So, da ist es. Nee. Ja, Chance fast. Fuck! Da. What the fuck? Das war. Meine Fresse, war das knapp. Das war. Oh mein Gott. Wäre ich hier gefailt, das wäre. Oh, lächerlich. So. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Und der Sidejump. Der war episch. Oh, der war gut. Und jetzt auf die Fahne. Guck mal hier. Ja, und jetzt kannst du warten. Und wir warten auf unsere geilen Pose hier oben. Juhu! Oh, gibt's die Fail, jetzt zu stampfen. Ich mach derzeit mal so ein bisschen athletische Übung hier. Workout. Und da ist er. Der war zu schnell, der Cooper. Wo ist er denn? Ich laufe mal so lange um die Fahne, bis er kommt. Juhu! Oder ich mach mal ein paar Sprungtritte. Juhu! Juhu! Ich mach mal ein bisschen Breakdance, da kommt er! Wir filmen immer. Hallo! Du hast mich geschlagen, das grenzt an einem Wunder. Hier hast du dein Verdienst, oder wie auch immer. Den holen wir uns natürlich wieder mit einem Sidejump. Wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen athletisch machen. Wuhu! Here we go! Sehr schön, 2 Sterne. Und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, das ist ja scheiße, egal. Ja, erste Welt hast du schon 2 Sterne, ne? Das machen wir. Das schaffen wir, komm. Das schaffen wir. 3 bis 4 schaffst du vielleicht. Ah, Mist. Aber da zieh mal, das war auch das Intro, ne? Fliege zur schönen Insel, das geht schnell. Das geht relativ schnell. Dafür brauchen wir die Kanone. Oh, scheiße. Musst du nicht nur den Typen da anlabern, ne? Ja doch, nur anlabern. Hier, komm her. Lauf mich an. Ey. Hallo! Ja. Gut. Jetzt öffnet er mir die Bomb-Plattform, wo ich mich überall hin bomben kann, wo ich mich will. Aber wir brauchen die hier nicht vorne, wir brauchen eine andere. Die ist weiter hinten, sonst kommen wir da oben nicht auf die fliegende Insel drauf. Wieder schnell die Longjumps, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren. Hier ist jetzt übrigens der Cooper, wenn man den killt. Und oh, Mensch. Schieß mal einen geilen Shell, ey. Genau. Ach, egal, machen wir gleich. Hier müssen wir rein. Und ganz athletisch wieder. So, mal gucken, ob du das jetzt perfekt hinkriegst. Oh! What the fuck? Das war ja wohl Fail hoch 10. Och, du Scheiße. Da war doch noch eine Bombe. Oh, egal, nein, die können wir nicht nehmen, weil mit der abgefeuert wird. So, egal. Och, Mann, jetzt. Das kostet Zeit. Ich dachte, das geht jetzt schnell. Aber dann fail ich so bei dem Hochschießen. Das ist erste Welt ist schon ein bisschen schwer. So, jetzt aber hier, komm. Jetzt. Bam. Ja, oh, dachte du fliegst dagegen. Nee, das ist schon geplant. Und hier ist unser nächster Stern. Den holen wir natürlich mit einem einfachen Sprung. Zack. Ja, da riskierst du nichts. Ja, riskiere ich nichts. Weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Da müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Sehr schön. Fliegezwölfstimmen Insel completed. Yes. Und gleich weiter. Du hast 3 magische Powersteine gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Spiegel eine 3 trägt. Ja, das wissen wir. Eigentlich. Siegel, ne? Siegel? Ja, richtig, Siegel. Tut mir leid. Schön, dass du mich verbesserst. Dafür braucht man einen Comment. Da braucht man einfach. Bob om Bombmerk, finde die 8 roten Münzen. Ja, das geht. Na, relativ, ne? Relativ. Das ist relativ. Hockey zocki. Relativ, ja.
Wir fangen an mit der hier. Oh, ich sehe schon eine. Oh, Mensch. Boah, das wäre nice. Oh, Mensch. Boah, Alter, du hast es heraus. Long Jump, yes. Machen wir die nächste. Und seitwärts schon zurück. Boah. So, dann ist auf dem Block von dem Hund noch eine. Hallo. Och, Alter, der erwischt mich auch immer, ne? So, dann sind noch zwei links. Boah, ich hasse mal, wenn man die Kamera drehen muss. So, 4, 5. Und ja, die nächste ist hinten bei diesem Aufstieg. Da fehle ich immer beim Hochsteigen. Also ich glaube, ich muss gleich hinten rumlaufen. Och Mensch, schon gefällt. Ja, ich laufe lieber außen rum. Ich bin zu dumm, da hochzukommen. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, glaube ich, aber auch nicht, wie das geht. Doch, das kann man machen, aber das ist schon ein bisschen trickiger. Ja, ja, es geht auf jeden Fall. Was? Ich muss mir überlegen, wo die letzte. Ist nicht eine noch da drunter und. Ah, richtig, die letzte ist drunter, die eine ist auf der Insel, genau, so passt das. Und noch ein Power-Up hier. Und wie lange geht jetzt der Part schon? Ach, wir haben noch 4 Minuten. Ah, ist jetzt. Ach ne, ist er. Hab auch noch ein bisschen Zeit. Und hier ist euch auch schon aufgefallen, hier rechts ein roter Block. Das ist ein für die Flugkappe. Die holen wir später. Ja. Die braucht man eigentlich hier nicht so wirklich, weil die braucht man als erstes. Ich glaube, das Game kennt fast jeder, oder? Ja, falls es hier noch nicht jemand kennt. Na, wir müssen ja ein bisschen introducen hier. So, jetzt komm an den Baum, bitte. Ja. Yes. Und der letzte. Stark. Ich hätte den eigentlich als erstes rummeln, dann wäre ich genau jetzt bei der Plattform gewesen, aber egal. Richtig. Und wir führen hier mit dem Long Jump runter. Oh mein Gott. Oh, fail. Egal, wir haben ja eben das Tor aufgemacht, dann können wir darauf schon hochgehen. Weil ich fail immer so ein bisschen mit Walljumps. Das kann ich nicht so. Ich muss sagen, früher habe ich das auf der N64 gezockt. Nicht durch. Das ist fail, also. Ich habe es nicht durchgezockt, wie ich klein war. Ich habe da auch nie alle Sterne gekriegt. Das ist auch voll schwer. Jo, das ist schwer. So. Unser fünfter Stern, oder? Fünfter? Yes! Vierter? Vierter, ich glaube, es ist der vierte. Der vierte. Ach, das schaffen wir das doch noch. Vierte, richtig. Also ich habe geraten, die Anzeige, da sehe ich nicht ganz auf meinem Bild, doch, aber doch, ist vierte. Das ist die vierte, ja. Jetzt müssen wir... So, die, ich muss jetzt leider gehen. Jo, und ich cutte das, den Rest sowieso zusammen. LOL Game stellt an, ne? So, das war der glorreiche Kommentar von mir. Genau. Viel Spaß bei einer Klasse LP, ne? Fernsehhaft. Ciao. Und ich muss jetzt hier nur noch schnell die Münzringe durchfliegen. Das cutte ich gleich zusammen, weil das dauert immer etwas länger und den 100 Stern, den kriegt ihr zu sehen. Und hier ist der Stern von dem Fliegerei-Spiel. So, ja. Fliegerei-Spiel, ja. Yippie! So, jetzt habe ich noch vergessen, den Kettenhund, den haben wir beide ganz vergessen, den müssen wir natürlich noch befreien. Das machen wir ganz lustig. Ah, egal. Unser Hundstern. So, und jetzt folgt noch der 100-Münzen-Stern. Viel Spaß. Und da Münzstern. Yippie. Yes. Yeah.